You're really lonely up here. Nobody is here anymore. We, the crew, are on our own. The Tomlin control, sequence 4. Close devices. Weiß, was sind down? Sind ready zum Start. Okay. Es sind noch 2 Minuten und 50 Sekunden. Die Weise sind zu. Das Einzige, was wir noch hören, ist unser eigenes Atmen. Alles, was von außen noch an mich rankommt, das ist mein Rücken, meine Schultern, meine Arme, fühlen, was die Hauptperson. Caution on warning is clear. Alles ist dran. Ab jetzt geht es mit 3,5 G und dann 2 Minuten to go. Es ist ruhig. Niemand drückt auf den Haltknopf. Wir sind ready to go. Pressure im Tank is coming up. Die Nase wird weggeschwenkt. Die Rakete weicht auf. T-1 minute. Noch 40 Sekunden to go. 38. 35. Und 30. Automatic Sequence Start. 27 seconds. 27 Sekunden weg. Der Gimbal kommt. Jungs. Ah, jetzt war los. Ja. Die letzten 5 Sekunden vor dem Start. Wir versuchen
hier nach Cape Canaveral ein Meer. 2G. Wir sind 6,5 Minuten im Orbit. 2G. Der maximale dynamische Druck muss ich auch. Die Maschinen sind zu leise. Dass sie gar nicht hören. Die Stimmen werden immer gepresst um mich herum. Jeder merkt den Druck. Um mich herum sind nur noch gepresste Stimmen. Aber wir reden weiter. Der Schuss, das Weltall ist beschwerlich. Hier merkt man erstmal, was die Gravitation ausmacht. Die Gravity ist größer als man denkt. Es bedarf unheimlich Energie, um dagegen einzukommen. Wo oben unten ist, ist nicht mehr so klar. Mein Gesicht, ich merke, das Blut in meinem Gesicht ist Wubu, sieht aufgeblasen aus. Und Ernst auch. Zentner schwere Sitze schweben langsam. Okay. Der Report, 12.17 Uhr, MET, 018 Minuten, nachdem die Beschleunigung weg war, Civil Pitch Down nach vorne. Es ist, als würde man mit dem Flugzeug schnell nach vorne über die Querachse die Nase nach vorne runter pointen. Hast du auch das Gefühl, dass sie auf dem Kopf steht? Ja, absolut. Also Weltraumschwarz.